Okay. Ja? Ja? Ja! Oh! Oh! Ah! Komm! Her! Mit deinem Gesicht! Okay. So, du kannst hier erstmal verpissen. So. Heidewitzke, okay. Ja, er scheint ruhig in meinem Popo. Ist okay. Box. Was? Wieso kriege ich das damit nicht kaputt? Alles kaputt machen! Alle Computers und so. Okay, da hinten ist er gar nicht mal so schlecht, weil er da hinten nämlich chillt, weil, da kann ich nämlich provozieren, dass er gegen die Wand schießt. Ach, guck mal. Oh, meiner! Okay, Kämpfer-Dingens. Ich bin zu langsam. Ich bin einfach zu langsam. Und einmal wechseln. Dankeschön. Okay. Ein Zahnrad ist da noch. Ich weiß nicht, ob ich die Rechner auch kaputt machen muss. Keine Ahnung. Das werden wir aber dann garantiert noch feststellen. Okay, ich will einmal den frischen Gorilla bitte haben. Dankeschön. Ah, komm, du kannst mal die Fresse halten, geschmeidig. So, okay. Komm, wer zu Spinne und gut ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es geht da durch, es geht da durch. Okay, komm, ich muss da einfach nur in die Ecke rein. Nicht das tun. Nicht! Du bist ein dreckiges Stück. Alter, ich kriege hier aber auch gerade alles ab, was auf der Welt existiert. Okay. Meiner! Ja, fuck, ey. Okay, fangen wir nochmal bei Null an. Ich brauche einen Affen. Wo ist der Affe? Ich sehe zwei Affen. Ist jetzt aber gut. Darf ich dich auch mal steuern? Dankeschön. Oh mein Gott. Okay. Schieß doch mal. Okay, kann ich direkt. Habe ich sie direkt beide? Hervorragend. Wie sich das für einen guten Affen nämlich auch gehört. Warum bin ich gestorben? Weil ich zu wenig Energie hatte. So, komm. Mach deinen Spinnenscheiß. Wann bist du soweit? Danke. Hey, okay. Wär okay gewesen. Fick dich, Bastard. Fick dich, Bastard. Arschloch, Gesicht. Penner, Arsch. Gleich ist die Hälfte mal rum. Fünfter Stern. Bitte, jetzt. Gleich haben wir's. Ja, komm. Deine Seele gehört mir. Komm. Ich bin ja schon verführt, erstmal das Ding hier kaputt zu machen. Guck mal! Alles kaputt machen! Total Destruction of the World! Oh mein Gott, wir können sogar laufen. Geil. So! Es geht doch weiter! Wie? Es geht. Wollte schon sagen. Weil hier ist ja nichts mehr. Ich glaube, wir haben es geschafft. Geht! Verschwindet! Nein! Aber jetzt müssen wir den Dominator stoppen, bevor er die Wumba-Insel zerstört! Ihr Torfnasen! So einfach kann man den Dominator nicht ausschalten! Tja, mit meinem Tanzdingsilator ginge das in Sekunden! Das lila Dings da! Perfekt! Fantastisch, Crash! Wie lange hattest du das denn schon in der Tasche? Warum hast du mich gerettet? Ich hab dich verraten, deinen bösen Plan geklaut und dann versagt. Oh, Nina, mich zu verraten ist das Böseste, was du hättest tun können. Du warst ein Miststück. Ich bin ja jetzt so stolz auf dich. Hurra! Von jetzt an bin ich noch böser, noch schurkischer und schrecklicher. Noch schrecklicher, versprochen!
Oh, und ich lege Bandicoots um. Trotzdem werde ich dich dafür versohlen. Oh. Endlich. Checken wir mal den Schaden. Vielleicht können wir was plündern. Hallo Leute, was ist denn passiert? Drückt mich mal jemand? Oh, du riechst nach Schinken. Unser Haus ist also okay. Juhu! Ah, da bin ich echt erleichtert. Unser Zeug war da drin. Oh, die Wumperinsel. Aber unser Zeug ist okay. Los, wir gehen nach Hause und essen Pfannkuchen. Pfannkuchen! Okay, super. Asrei, wir haben es geschafft. Also schon ein kleiner Hinweis auf ein offenes Ende, ne? Weil Cortex lebt noch, Nina lebt noch. Und den Quatsch habe ich total vergessen, da bin ich ehrlich. Ich habe auch eigentlich gedacht, als ich den Mentor gesehen habe, dass er eine größere Rolle spielen wird. Aber na gut, okay, der war das ganze Spiel über gefangen, ne? Warum eigentlich nicht? Jetzt will ich aber irgendwas für die 100% haben. Schon um 20 nochmal spielen. Terrorzinkenkostüm. Spinnenbord-Info. Valentinstag-Kostüm. Mhm. Du hast das Spiel geschafft. 99%. Wieso 99? Warum 99? Warum keine 100? Das ist eine 100%-Challenge. Okay. Ich hab die Voodoo... Hab ich die nicht gefunden? Ah, wie geil ich doch bin. Nein, muss ich irgendwo... Okay, ich hab die einfach mal komplett übersehen. Oh mein Gott, okay. Okay, die muss ich noch finden. Die muss ich noch finden. Ich hab mich aber echt einfach mal total missachtet. Gucken wir erstmal die Informationen an. Arachnina. Die Arachnina. Nina Cortex persönliche Roboterrüstung. Bewaffnet mit allen nur denkbaren Waffen aus ihrem privaten Arsenal und auch ein paar neuen, die sie von ihrem Onkel geborgt hat. Okay, aber das heißt natürlich für mich... Erstmal gucken wir uns das Kostüm an. Der hat einen Arsch auf dem Kopf. Okay. Was bringt mir das denn? Bin ich dadurch unverwundbar? Sammle 20 Goldfiguren. Ah, okay, wenn wir alles auf Gold haben, schalten wir dieses Kostüm frei. Aha. Und das Terrorzinken-Kostüm. Oh, wir haben ja eine Hose an. Das ist ja Schwachfug. Gut, okay. Dann müssen wir da in das Level rein und dieses verkackte letzte Götzenbild suchen. Was aber gar nicht mehr so schlecht ist, weil, aber ich habe es echt total vergessen. Nein, das ist nicht schlecht, weil, ich ja sowieso mal ohne 100% erstmal durchspielen wollte und so kann ich euch halt beides zeigen. Es ist bestimmt einfach total offensichtlich, wo das Ding ist. Ich glaube, ich habe es gerade sogar schon gesehen. Ich glaube echt, ich habe es gesehen. Aber irgendwie habe ich das im Eifer des Gefechts einfach mal übersehen. So, aber da können wir jetzt, das jetzt hier nämlich sehr schnell machen. Und tschüss. Und tschüss. So. Tück, tack, tick, tuck, tuck, tuck. Ja, einmal runter, ey. Einmal runter, ey, hab ich gesagt. Lauf, 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 lauf. Huha. Das brauchen wir auch nicht mehr machen. Das ist halt schön, wenn man es wirklich schon auf Gold hat. Also, es ist dann unangenehmer, wenn man irgendwie die Kombo nicht geschafft hat, weil da muss man trotzdem noch die ganzen Handlanger kaputt machen und so. Und hab dann nicht gesehen. Und dadurch, dass ich halt schon alle Kostüme habe und so, ist das halt sehr komfortabel. Ja, da oben ist das Drecksding. Ich habe es einfach nicht gesehen. Also, beziehungsweise, ich habe da wirklich nicht drauf geachtet. Ich bin nur mal gespannt, was passieren wird, weil ich werde es gleich nochmal durchspielen. Also, ich werde das offscreen machen, oder? Werde ich das offscreen machen? Ja, ich werde es offscreen machen. Und werde dann quasi so beim Besiegen, beziehungsweise beim Abschlussbildschirm, werde ich nochmal reinschauen, beziehungsweise wenn es ein anderes Ende gibt. Ansonsten seht ihr einfach nur das Bildschirm so von wegen so, ach guck mal, du hast 100% toll, also hast du gut gemacht. Blockiert nicht den Windstrahl. Ja, okay, ach fuck it. Und Bobs und Bobs, Bobs, okay, danke schön. Genau dich habe ich gebraucht. So, okay, ich darf nur nicht das Gerüst zerstören, weil das wahrscheinlich habe ich jetzt deswegen auch einfach mal missachtet. Ach komm, geht einfach weg. So, ich will das jetzt eben noch einsammeln. Ah, diese Stellen sind natürlich immer schon nervig. Ah, komm weg.
ein bisschen sliden. So, okay, alles klar. Gut, ja, genau, das habe ich einfach mal vergessen. Leck mich am Arsch. Okay, ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der letzten Runde wieder, mit Nina Cortex. Also wenn ich sie gerade quasi... Ach komm, wir machen das ein bisschen schneller. Wenn ich sie gerade bepatscht habe das letzte Mal. Der Boss kann wiederum einiges schneller gehen. Aua. Das wird kein Problem sein. Bye! Tau bye bye! Tenshin Han! So, okay, Wunderbärchen. Ja, auf jeden Fall, zwei der drei Zahnräder werden kaputt gemacht werden. Und, wenn ich dann das dritte Mal bepatscht habe, schalte ich mal kurz wieder rein. Und werf dann mal einen Blick auf die Endsequenz, ja. Weil wir jetzt schon sagen, ja, wenn, dann seht ihr jetzt das 100%. Das fände ich ein bisschen doof. Oh mein Gott. Ich hasse den Windshit. Ach so. Ich bin auch ein bisschen doof manchmal, ne? So. Geht doch. Ja, genau. Ich wollte eigentlich schon längst rausschneiden. Also, ne? Wir sehen uns ja gleich wieder. So, ich bin gleich bei der dritten Runde angekommen. Jawohl. Komm. Komm her, Nina. Die Sau. War echt Pipifax. Also, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ich habe jetzt ziemlich genau... Ich hab nicht auf die Zeit geachtet. Ich habe auf jeden Fall echt nicht lang gebraucht. Das waren jetzt, weiß ich, 4 Minuten oder so. Also, ging das zum ersten Mal natürlich. Für euch ist es wahrscheinlich sowieso kurz. Für mich nicht. So, ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt kommt die Endsequenz. Falls was Neues kommt, werdet ihr es jetzt genau jetzt nämlich sehen. Okay, in der Sequenz war jetzt erstmal nichts Neues. Aber jetzt müsste theoretisch... erstmal das abgeschlossen zu sehen sein, ne? Dann seht ihr das auch mal, das Holzfigürchen. Aber jetzt? Hä? Konzeptgrafik Episode 20 ansehen und... mehr nicht? Mehr nicht? Was? Dafür? Nein, oder? Das war's. Ja, 100%. Scheiße. Ich dachte, ich kriege jetzt doch ein tolles Ende oder so. Oder wenigstens ein Kostüm. Ich habe mir so ein bisschen das klassische Crash-Kostüm gewünscht. Also halt ohne Tattoos und so. Aber okay. Und was auch cool gefunden, was ich cool gefunden hätte, gibt's zum Beispiel bei einem anderen Spiel, Virtua Fighter 4, vielleicht kennt ihr das ja, da gibt's Charakterskins freizuschalten, wie vom allerersten Virtua Fighter oder vom zweiten, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Das sieht halt total scheiße aus in der geilen Grafik, aber das hätte ich hier auch sehr cool gefunden, wenn die dann das ursprüngliche Crash-Design genommen hätten. Auf jeden Fall, das war Crash of the Titans. Mich wundert... Zufällige Wiederholung? Was ist denn da zufällige Wiederholung, wenn ich Kreis drücke? Mach ich dann einfach irgendeine Episode oder was? Die dem Spiel gerade in den Sinn kommt, oder wie? Interessant, interessant. Nee, das war Crash of the Titans. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht irgendwie Crash durchlaufe. Da mitwirken wir. Ah, hervorragend. Dass ich die nicht automatisch bekomme, aber mein Gott, geht das schnell. Also, ich bin echt begeistert von dem Spiel. Das hat mir echt so viel Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das hätte aber auch wirklich keiner gedacht. Ich habe auch ja schon von den Kommentaren erfahren, dass halt viele nicht so begeistert waren von dem Spiel, beziehungsweise, dass sie recht... Ich kann die Geschwindigkeit einstellen, okay. Dass sie halt recht voreingenommen von dem Spiel waren und sich da so wirklich gar nichts drunter vorstellen konnten. Und sich dachten, na, was soll denn daraus schon kommen? Aber andererseits habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, dass viele gesagt haben, ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich habe ich bin mit Absicht ohne Erwartung hier rangegangen. Und selbst wenn ich mit Erwartung hier rangegangen wäre, hätte mir das sehr gut gefallen. Also ich bin überrascht, wirklich, mehr als positiv überrascht, wie viel Bock das gemacht hat. Man muss natürlich aber dazu sagen, ich habe es nie sehr lange am Stück gespielt. Das längste war mal 2 Stunden. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auf Dauer ein bisschen eintönig wird. Wobei... ich weiß aber auch, man hat durch die einzelnen Titanen, die sich halt auch alle unterschiedlich steuern lassen, recht viel Abwechslung, also so doof es auch klingen mag. Also wirklich, von mir die absolute Empfehlung. Natürlich ein Faktor, der das Spiel vielleicht für die eine oder andere Person eventuell ein bisschen kaputt machen könnte, in Anführungsstrichen, ist halt das Design, klar. Es ist komplett anders, aber ich sag mal, klar, der erste Blick, da ist man erstmal erschrocken, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran und ich finde... es hat zwar nicht den gleichen Charme wie das alte Crash Bandicoot, aber es hat einen anderen Charme, den ich auch gut finde, auf jeden Fall. Also wenn zum Beispiel hier der Uka Uka, wenn man jetzt von ihm nur ein Bild sieht, sieht das total scheiße aus, aber ich finde, wenn man ihn in Bewegung sieht mit dem Gesprochenen und so, der entwickelt da so eine Persönlichkeit irgendwo, finde ich. Und das war halt beim alten nicht der Fall, irgendwo, ne, wisst ihr Bescheid. Also den alten habe ich so irgendwie so als
rationalen Opa angesehen, keine Ahnung. Und das ist jetzt halt so eine weise, mächtige Figur, eine kleine Gottheit und so, genauso wie der Uka Uka. Gut, Uka Uka sieht echt ein bisschen scheiße aus, ohne seinen Unterkiefer. Also da ist das Design sehr stark verändert worden, aber ich finde sie nicht unpassend. Vor allem hinterher als Zitat fand ich ihn richtig cool. Vom Gameplay her, habe ich ja schon gesagt, ist echt cool, also es motiviert ungemein, finde ich, dieses Bewertungsschema, was sie hier von Episode zu Episode eingebaut haben. Dann noch der Mojo-Kram mit den Rollenspielelementen, die ganzen Angriffe, die man hat, die ganzen Titanen, die sich alle unterschiedlich steuern lassen. Hier und da mal noch eine Jump-One-Einlage. Allerdings merkt man schon, dass sich das hier nicht auf Jump-One ausgelegt ist, allein schon aufgrund der Tatsache, dass man nicht stirbt, wenn man runterfällt, was ich persönlich sehr geil finde. Weil da kann man dann auch halt, ich sag mal so, Spielfehler irgendwo besser verkraften, als wenn man dann direkt tot ist, wie bei Twin Challenge zum Beispiel, ne? Finde ich geil. Kaffeepause! Nanagatairam. Ja, auch von der Story her finde ich, also ich finde die Erzählweise sehr cool mit den Sequenzen und alles, ist sehr viel Humor. Also das, die ganzen Sequenzen, eigentlich jeder Sequenz war irgendwo eine Spur Humor zu erkennen. Und also wirklich sehr cool, also wirklich empfehlenswert, auf jeden Fall. Spielt das mal selbst, also selbst wenn ihr jetzt, wenn ihr dachtet, oder wenn ihr jetzt immer noch der Meinung seid, ich bin bestimmt nicht stolz, da habt ihr soweit gar nicht geguckt. Aber ich sag mal, wirklich, die sich jetzt denken, sieht gar nicht mal so schlecht aus, kauft euch das mal. Spielt das mal, das ist total gut. Auf jeden Fall. Mir hat's so Bock gemacht. Ich habe mich immer auf die nächste Aufnahme wieder gefreut. Negativpunkte. Meiner Meinung nach, die Musik ist ein bisschen, also wenn ich hier zumindest mit den älteren Crash-Teilen vergleiche. Abgesehen von der Menümusik, die jetzt gerade läuft, fällt mir kein anderes Lied ein. Vielleicht habe ich die auch ein bisschen zu leise gehabt, ich weiß es nicht. Aber die sind jetzt nicht so catchy wie in den alten Teilen. Weil von Crash Bandicoot 1, da fallen mir einfach Lieder ein, von 2 fallen mir Lieder ein, von 3 fallen mir Lieder ein. Zornes Cortex würde ich da auch ausklammern. Twin Sanity fallen mir aber auch wieder 1000 Lieder ein. Ne? Die brennen sich einem ins Gehirn. Aber hier irgendwie nicht so wirklich. Also vielleicht liegt es auch an mir, keine Ahnung. Vielleicht geht es euch anders, weil ihr habt ja auch schon ein paar Kommentare über die Musik geschrieben. Ich persönlich finde die ein bisschen zu hintergründig. Was auch noch ein Faktor sein, Negativpunkt sein könnte, ist halt, wie gesagt, dass es eventuell monoton sein kann. Ich habe es jetzt überhaupt nicht so empfunden, aber ich habe auch in Anführungsstrichen nur 2 Stunden am Stück immer gespielt und hatte dann immer dazwischen ein paar Tage Pause. Wie es ist, wenn man es wirklich mal am Abend zockt und man zockt dann direkt 4-5 Stunden oder so, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube nicht, dass es schlimmer ist. Keine Ahnung. Da habe ich schon eintönigere Spiele stundenlang gespielt. Jo, und es könnte ein bisschen zu leicht sein, weil es ist zwar... Also ich meine, die Entwicklungskurve und die Schwierigkeitskurve ist zwar ziemlich cool, weil es fängt super leicht an und hat dann ja irgendwo in der Mitte, glaube ich, einen recht hohen Sprung gemacht. Dritte Aufnahme war es, glaube ich, bei mir, wo ich da schon Schwierigkeiten hatte. Aber da hat man sich schnell dran gewöhnt. Und ich habe zwar viele Leben verloren, man bekommt aber auch viele Leben, aber es gab jetzt nicht so eine Stelle, die mich jetzt so frustriert hat, wie in eigentlich jedem anderen Crash-Teil bisher, dass ich wirklich ausgerastet bin. Das gab es jetzt nicht so wirklich. Das Schwierigste war meiner Meinung nach auf jeden Fall der Kampf gegen Uka Uka. Weil da einfach so viele Faktoren haben, die einfach so gut zusammengepasst haben, dass sie den Spieler bis zum Ende nerven können. Jo, das war's auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hab's ja schon 1000 Mal jetzt gesagt in den letzten 5 Minuten, aber ich bin wirklich sowas von positiv von dem Spiel überrascht. Hätte ich nicht erwartet. Und ich weiß jetzt nicht, ob Mind Over Mutants, also das wäre dann ja der Nachfolger hierzu, beziehungsweise der nächste Crash-Teil, ob das irgendwas damit zu tun hat mit diesem Spiel. Die haben es ja, also ich weiß zum einen nicht, ob das Entwicklungsteam das gleiche ist. Ich möchte auch noch nicht sehr viel drüber erfahren oder am besten noch gar nichts drüber erfahren, weil ich möchte mir da nichts verderben. Aber ich weiß es nicht, ob das wirklich hier drauf aufbaut. Ich meine, das Ende ist ja ein offenes Ende, aber ich weiß wie gesagt nicht, ist das wirklich, ist Mind Over Mutants wirklich ein Nachfolger von Crash of the Titans oder spielt das wieder was komplett anderes an? Jo. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Es dauert zwar noch, bis das Spiel kommen wird. Es wird dann auch natürlich das letzte offizielle Crash Bandicoot-Spiel werden. Aber naja, okay. Gut. Vorher kommt aber noch Crash Nitro Kart. Das, ich weiß, ich habe, um ehrlich zu sein, jetzt überhaupt gar keinen Überblick über die Let's Plays, die ich jetzt alle machen möchte. Wie gesagt, auf der PlayStation 2 bin ich gerade. Ich glaube, als nächstes kommt, verrate ich nicht. Nein, ich verrate gar nichts. Nee. Guckt einfach mal bei meinen Let's Plays nach, so was auf der PlayStation 2 alles jetzt fortgesetzt werden müsste von der Chronologie her, dann wisst ihr auch, was für die PlayStation 2 alles kommen wird, ne? Gut, Freunde, die Quests laufen immer noch, ich mach das mal ein bisschen schneller, oder haben die wieder von vorne angefangen, ich weiß es nicht. Ich verabschiede mich auf jeden Fall an dieser Stelle, ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen und das Let's Play dazu auch. Und ja, man sieht sich bestimmt in irgendeinem Projekt wieder. Ich kann nur schon mal so viel verraten, ich glaube, das nächste Projekt wird jetzt gerade die Crash Bandicoot-Spiele nicht unbedingt ansprechen.
Aber vielleicht findet sich ja der ein oder andere von euch ja auch im nächsten Let's Play dann wieder. Ich weiß doch jetzt, was das nächste kommt, es wird auch nicht sehr langweilig werden. Gut, die Quests sind vorbei. Perfekt. Dann verabschiede ich mich jetzt wirklich und ja, bis zum nächsten Projekt, ne, was mich interessiert. Oder Streams oder vielleicht schreiben wir sie auch einfach mal irgendwann so, ne? Also, bis dahin. Tschüss. Tschü. Crash wird zurückkehren. Perfektes Ende, würde ich sagen. So, okay, Entschuldigung, ich muss noch mal ganz kurz nerven. Ich wollte nur noch mal kurz einen Blick auf die Spielzeit werfen, die wir jetzt insgesamt hatten. Einfach nur, um den Umfang so ein bisschen zu bewerten. 8,5 Stunden, okay, für 100%. Der Raphael hat gesagt, ich wäre hier recht gut durchgekommen, also recht schnell durchgekommen. Ist ein solider Umfang, für diese Folge, ich sag mal, wenn man heutzutage 10 Euro dafür bezahlt oder so, ist ja kein Akt mehr. Ja, mehr wollte ich gar nicht. Wie gesagt, Crash, habt ihr ja gerade gesehen, Crash wird zurückkehren. Das heißt, Man of Mutants wird wohl auch vom gleichen Entwicklungsteam sein. Das heißt, es wird ähnlich sein. Und ich freue mich auch schon riesig drauf. So, jetzt nochmal, ne? Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Interesse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann irgendwann beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Tschüss.